Und in der Bahn nun von der Reitgemeinschaft Himmelgarten Matthias Mock mit dem Hannoveraner Wallach Pantau vom Périgueux und Levanqueur. Du sprachst vorhin die Pferde von Paul und Peter Wendeln an. Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Du kennst die Familie ja schon lange aus deiner Zeit beim Gestüt Spree und die ja nun auch eine eigene Anlage haben. Wenn du von denen Pferde in Beritt kriegst, also wann ungefähr, in welchem Alter kommen die dann zu dir? Die haben ja auch in Garrel das Gestüt, wo sie viele junge Pferde haben, Dressur wie Springen auch. Sie machen ja beides, züchten viel mit dem eigenen Stamm und viele selbstgezogene Pferde haben die Familie Wendeln, die Jacqueline Bührmann vorstellt. Viel, sehr erfolgreich auch. Sehr erfolgreich, ja. Bundeschampionat vorstellt, aber mittlerweile auch Pferde hat, wo sie wirklich bis 1,50 Meter platziert ist. Und die Jamela zum Beispiel, die kam Anfang neunjährig zu mir. Sie ist jetzt 10, die habe ich jetzt über ein Jahr. Und so ist in dem Rahmen, so 8, 9-jährig, kommen meistens dann der nächste Schritt, sage ich mal. Mhm. Matthias Mock und Pantau qualifizieren sich für das. Was absolut beeindruckend ist, das ist diese Erfolgsstatistik oder die Erfolge, die Familie Wendeln hinlegt, wenn man allein in der Dressurschiene guckt. Nicht nur der Warendorfer Landbeschäler Sir Heinrich kommt aus ihrer Zucht, sondern die haben mit Sir Heinrich, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile 5 Vollgeschwister, die alle Bundeschampionat gewonnen haben. Ja, ich glaube auch. Ich hätte 4 Stuten und der Hengst. 5, ja, genau. Ja, das ist schon beeindruckend. Die jedes Jahr dann auch wieder Bundeschampion wurden. Und das ist schon einmalig, glaube ich. Ja. Alles aus der gleichen Stute. Absolut. Und auch im Springbereich. Joachim Heyer hat ja früher die erste Garde unterm Springsattel vorgestellt, auch jahrelang auf internationalem Niveau erfolgreich. Also wirklich Hut ab, was die Familie schon geleistet hat. Ja, definitiv. Unterstützen den Sport auch nicht nur mit Pferden, auch mit Sponsoring und absolute Pferdefamilie. Ja. So, Matthias Mock ist auch nicht so langsam unterwegs hier. Ja, sehr gut unterwegs. Der Umlauf schon super gewesen. Ja. Und jetzt wackelt die Zeit von Marc. Das schafft er. Da ist er schneller. Sehr gut. Spitze. 46,81. Das ist eine Hausnummer. Hervorragend. Springt für die Sechslinge am Donnerstag. Strafenfrei erledigt haben PB Corrada. Stute in der Schweiz gezogen. Tochter des Connermann Diarado und Pia Rai, Deutschland. Hier nochmal der Weg zum letzten Hindernis, wo er es nochmal schön hat gehen lassen. Und das müssen die jungen Pferde dann eben.